Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück. Dishonored. Ja, das war ein bisschen früh bei Dishonored, ist aber richtig. Vergesse ich wieder. Brigmore Witches. Komm! Ja, scheiße, ich wollte eigentlich nicht, ich wollte so geil umspringen, aber hat nicht funktioniert. Da vorne sind zwei oder drei. Zumindest den Stimmen nachzuurteilen, sind es zwei. Oh, da ist das Flussufer gleich. Springt drauf. Ja, ne, ich spring hier mal runter. Da sind zwei, aber die sind so scheiß knapp beieinander. Die stehen hier wir quasi. Wir verlieren das Geschäft. Klar, wir müssen tun, was nötig ist. Aber Wakefield. Lizzie hat sich an jede Abmachung gehalten. Sie war immer ehrlich. Genau. Okay. Wer will nach letzter Nacht noch etwas von uns kaufen? Ich hoffe, genau, der eine verpisst sich jetzt und der andere verpisst sich wahrscheinlich, also die andere verpisst sich wahrscheinlich auch gleich. Will wohl einer was aufs Maul? Muss wachsam bleiben. Ja, die Sache auch. Oh, wenn er in unsere Richtung kommt, aber... Glaubst du, Weiner sind noch sie selbst? Duckt die einfach. Kriegen die mit, was mit ihnen passiert? Ich hoffe nicht. Hab nie drüber nachgedacht. Was, wenn sie um Hilfe rufen? Und alle rennen nur weg oder werfen Steine. Da wäre ich lieber tot. Oh, jetzt gehst du echt nochmal zu ihr? Ach Gott, ihr seid Penner. Ach, ihr Arschgesichter. Jetzt rauchst du dir eine an. Halt die Augen auf. Wir haben Besuch. Ja. Ich probier's von hier drüben vielleicht. Ist das mit dem Zielen dann auch besser? Wobei, ich bin ein bisschen dumm. Ja? Shit! Okay, nein, das war so nicht geplant. Ich hätte es machen müssen, bevor der mich entdeckt hat. Aber die Zeit anhalten ist, glaube ich, eine gute Methode. Pass auf, der kann nur immer schießen. Nein! Perfekt! Besser geht's quasi gar nicht. So. Euch lege ich mal. Ja, die Sache ist, ich weiß nicht, wo ihr so, sicher. Auf ein Dach irgendwo oder was. Ja, wahrscheinlich hier aufs Dach, da wird euch keiner bemerken. Also, hier aufs Dach. Weil da oben zu dem Schneider, am Ende zuckt der Schneider wieder aus wie letztes Mal. Nur weil wir ihn so ein bisschen auf den Kopf gestiegen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so. Ja. Gut, dann hätten wir hier, denke ich mal, alles gemacht in diesem Gebiet. In der Schneiderei waren wir nicht. Doch, die Schneiderei ist da. Ach so, die Nähfabrik meinst du? Nähfabrik, weil irgendwo fehlt noch ein Schlüssel. Ja, das stimmt, aber Moment, was müssen wir denn überhaupt tun? Lass mal kurz schauen. Das war nicht richtig. Das war richtig. Begib dich zum Flussufer. Gefallen. Ehemaliger Roth. Nimm Kontakt zu dem Rothwild-Jäger auf. Okay, suche nach der Kiste. Versteckte... nein. Missionshinweise möchte ich gerne. Schneider fertigte prächtige Kleider. Ja, wir sind direkt neben dem Flussufer. Wir werden ja immer am Ende der Mission gefragt, wollen wir noch bleiben? Und da sagen wir halt zur Not ja. Gut. Auf zum Flussufer. Flussufer von Draper's Ward. Oh. Wakefield ist ein harter Kerl. Aber nicht so lustig wie Lizzie. Sie hat das Meer genossen. Ja. Und sie hat niemanden in Säcken ertränkt. Ich sehe die noch nach Luft japsen. Ja, wie will er das übertreffen? Da geht einer mal weg. Dankeschön. Huhuhuhu. Oh, danke, danke, danke. Das war jetzt ein bisschen viel Glück. So, sobald du dich umdrehst, genau. Ah, genau. Wer schleicht da herum? Das bin ich. So. Nein. Hier rüber, danke.
Hier ist, denke ich mal, ein guter Ort, oder? Ja. Denke ich auch, ja. Da war irgendwo drinnen, gell? Okay. Ach, hier in dem Mistcontainer war noch was. Ja. Wie gesagt, Steuerung ist noch ein bisschen neu für mich. Ich könnte die auch in den Mistcontainer schaffen. Ich glaube, da wären sie sogar noch ein bisschen sicherer als hier auf freiem Felde. So, ihr das habe ich mir eh gedacht, die ganze Zeit schon. Das haben wir so viele Mistcontainer und du hast keinen einzigen verwendet. Hey, dann sag doch, dass ich habe hab einen Mistcontainer bis jetzt in dem Gebiet gesehen. Also, ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass der irgendwie nützlich ist. Edgar Wakefield ist an Bord der Undine. Sämtliche Aale wurden alarmiert, seit er gehört hat, dass Lizzie aus Coldridge entkommen ist. Er erwartet sie. Du wirst ihn zweifellos überraschen. Warum hat er uns in einem Satz geduzt und in dem anderen gesiezt? Egal. Wer möchte? Kann das lesen? Ist vielleicht ganz interessant für die Hintergrundgeschichte. Das ist aber sicher nützlich. Mr. Head, seit unserem Überfall auf die toten Aale vor einigen Tagen hat sich einiges Interessantes getan. Anscheinend hat Wakefield Lizzies treue Anhänger vertrieben oder ein Exempel an ihnen statuiert und sie auf grausame Weise umgebracht. Ja, dieser Wakefield ist, glaube ich, ein Arsch. Ich glaube nicht, dass er große Rückhalte in der Bande hat. Er wird sich nicht lange halten können. Und ich schwöre, dass ich letzte Nacht auf den Dächern in der Nähe eine Frau gesehen habe, wie sie die Aale beobachtete. Sie hat meinen Blick bemerkt und ist einfach verschwunden. Oder können Sie mit dieser Information etwas anfangen? Oscar. Ja, die Leila hat auch solche übernatürlichen Kräfte. Also, ich nehme stark an, dass von die Leila da gerade geredet wurde. Mhm. Diese Frau, die da beobachtet. So. Unglaublich, wir verpassen die Boilfeier. Luxus pur. Die sitzen da direkt am Fluss oder Kanal und warten nur auf uns. Wir würden die Adligen mit ihren hübschen Masken um ihre Juwelen erleichtern und dann verbrennen. Was Schöneres gibt's nicht. Ertränken. Das ist schlimmer. Nein, verbrennen. Nein, ertränken. Schon mal einen Menschen brennen sehen. Was macht er wohl? Er springt ins Wasser. Sehr witzig. Lord Shaw soll mit dem Boot zur Feier kommen. Mit nur 2 Leibwächtern. Was? Wo bitte hast du denn das gehört? Hab eben gute Verbindungen. Das ist das Boot. Wakefield hält sich wahrscheinlich unter Deck auf. Was ich mit ihm mache, wird barmherziger sein als das, was Lizzie im Sinn hat. Oh nein, nein, nein! Du kommst jetzt nicht genau daher, oder? Oh shit, oh shit. Gut, ich kann da hoch. Hä? Ach so, das war einer meiner Anhänger. Hexenhaut könnte allerdings durchaus interessant sein. Hexenhaut. Ach hier. Vorteil, wenn du Schaden erleidest, sinkt erst dein Mana und dann deine Gesundheit. Das ist für mich ganz schlecht. Dein Mana regeneriert sich nicht. Das ist für mich der letzte Scheiß. Weil ich nur Mana und kaum Gesundheit brauche. Oh, jetzt vielleicht. Bitte, 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 bitte. Nicht umdrehen. Oder dumm sein. Danke, dass du so dumm bist. Sehr gut. Es gibt noch nichts über dumme Gegner in Videospielen. Die machen einem das Leben so leicht. Ah, ja, gehen wir nochmal den Weg. Okay. Moment, habe ich nicht gerade den Mann ausgeschaltet? Na, das ist die Frau ausgeschaltet. Ach so, okay. Vor hinterm hin? Ja. Was wolltest du? Ja. Gut, hier gibt's gerade... Tote alle im Müllcontainer. Das ist die letzte Schrei in Frankreich. Ja, das ist Spezialität des Hauses. Spezialität des Hauses Daud. Okay. Ich finde die Kräfte einfach nur geil. Da kann man sagen, was man will. Es ist so cool. Wakefield hat sich im Laderaum der Undine verbarrikadiert. Schmugglerboote wie dieses besitzen oft eine spezielle Luke, um Schmugglerware zu verstecken.
Die Andin vielleicht auch. Okay, danke für die Info. Schmugglerluke, wahrscheinlich ein Alternativeingang. Da vorne ist noch eine Person, die wir uns mal schön in Ruhe krallen werden. Ja, wo gehst du hin? Wo drehst du dich hin? Hopp. Komm her. Ah, sehr gut. Ich frage mich, kann man so, meinst du wirklich Leute... Du hast aber einen Mistkäfig, gell, glaube ich, oder? Na, passt schon. Achso. Denkst du, man kann wirklich so Leute ausnocken? Ja, es gibt einen Punkt, ja. Ja, aber nicht so lange. Aber du meinst, der wirkt sie ein bisschen lange, da wird man schon... Nein, der, das soll länger ausgenockt sein. So ach so. Das dauert, meinst du, nur 10, 20 Sekunden? Du tust ja nur die Blutzufuhr zum Hirn. Ja, deswegen habe ich gedacht, dass man die dadurch wahrscheinlich erhöht. Aber das ist ein Gefährt, das muss genau kennen, weil sonst ist er tot. Ja, habe ich mir auch gedacht, weil wenn man da irgendwie ein bisschen was falsch macht oder ein bisschen die falsche Stelle erwischt. Zu viel oder die falsche Stelle. Und man ist tot. Kennst du das Gefühl, beobachtet zu werden? Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Komisch, dass du das fragst. Das Gefühl hatte ich eben auch. Hab gerade zu dem Dach da hochgeschaut und... Da oben war eine Frau, oder? Hab sie auch gesehen. Hat nur gestarrt. Dann war sie... Weg. Blitzschnell. Ja, wir haben's auch gesehen. Sollen wir es den anderen sagen? Nein. Die könnten uns für verrückt halten. Erstes Anzeichen der Seuche, soweit ich weiß. Okay. Ach, ihr Penner, ich will nicht schon wieder Zeit verlangsamen. Ich komme später wieder, vielleicht seid ihr dann ein bisschen getrennter. Rauchen oder essen? Verschwinde, Idiot! Die Sprache in dem Spiel ist übrigens sehr kinderfreundlich. Ja. Das Spiel ist überhaupt sehr kinderfreundlich, ja. Wenn man zum Beispiel in einen anderen Modus schaltet. Genau. Dann ist eines der härtesten. Ja. Aufs Dachl, nicht dort hier aufs Dachl. Ja. Dort. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich sehe etwas oder jemanden in meinem Augenwinkel, aber wenn ich mich umdrehe, ist es weg. Wir werden beobachtet. Ja, das wissen wir eh. Von Delilah. Vermutlich. Delilah oder die Ding, die Lizzie. Nee, Lizzie könnte ja nicht einfach so sich wegteleportieren. Was das? Ich hoffe, ich denke es mal. Das wäre noch der Überclou, wenn Lizzie auch für... Das auf Verstärkung, ja. Mit den Typen. Das wäre noch der Überclou, wenn Lizzie auch ein Teil dieser Brickmore-Verschwörung wäre. Ja, gegen könnte, uns. Das könnte schon sein. Ja. Der ist einfach dumm und steht da einfach herum. Den ganzen Tag. Mag sie nicht mal die Beine vertreten. Steht sich lieber die Beine in den Bauch. Ja, dafür darf er jetzt schlafen. Ja, dafür darf er jetzt ein bisschen sich ausruhen und hat sogar den Kopf so in sehr ungesunder Position. So, ich höre hier was. Genau unter uns ist eine Rune. Zu der können wir wahrscheinlich tauchen. Oder ist sie da drinnen? Nee, ich glaube, wir können tauchen. In solchen Opfern. Oh fuck, ich sehe gar nichts. Oh, vielleicht soll ich die Sicht nicht aktivieren. Ah, komm. Oh, ein Outsider-Schrein. Das ist der erste, den wir erfunden. Mhm. Gut, im Gefängnis wird es schlecht aufbaubar sein. Du überraschst mich immer wieder, Daud. Es ist nicht lange her, da hast du für Geld eine Kaiserin getötet und ihr Kind entführt. Für so jemanden hast du im Gefängnis von Coldridge viel Herz bewiesen. Glaubst du, dass sich dadurch an deiner Geschichte irgendwas ändert? Vielleicht. Vielleicht nicht. Das Lied ist bald zu Ende. Und wenn die Musik stoppt, fallen wir alle. Dieser letzte Ausspruch hat mich an dieses eine Kinderspiel erinnert, wo man um so einen Sesselkreis tanzt und wenn das Lied aufhört, muss man sich schnell setzen und einer ist immer raus. Wie hieß das nochmal? Da ist
Ja, Reise nach Jerusalem, glaube ich. Egal. Keine Ahnung, warum ich an das denke. Hup, nein. Ach so, das war ja schon die Honig-Idiot. Aber hier ist noch irgend... Da hinten ist noch irgendwo eine, okay. Ah, erstmal die Sicht hier ausmachen, weil hier ist so arschdunkel mit dieser Sicht. Die Sicht verfinstert ja alles, was nicht lebt. Also, komm jetzt hoch. Danke. Hier sind aber noch ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel Kupferdraht und noch ein paar Münzen und ein Geldbeutel. So. Okay, keine Ahnung, wie wir dorthin kommen sollen. Erstmal speichern. Haben wir schon länger nicht. Da hinten sind solchen Opfer. Oh, ich weiß, wie wir hinkommen. Genau. Was? Ups. Was hat uns gesehen? Da. Okay, Moment. Haben wir gleich. Okay. Ne, da war gar nichts. Da war gar nichts, das schwöre ich dir. Da war nichts. Die Sache sind, ich glaube, die sind vielleicht sogar noch ein bisschen aufmerksamer, weil sie ja angeblich ständig beobachtet werden. Oh, du stehst... Oh, nee, da hinten ist ein bisschen Freiraum. Stehst du gar nicht mal so dumm? Okay. Ja, ich sammle jetzt erstmal auf dem Dach. Ist, glaube ich, recht gut, immer so Punkte sich auszusuchen, wo man dann... Oh, das hat sogar gereicht. Wo man dann alle sammeln kann. Gut. Oh, Straßeneingang. Ich habe mal gerade gedacht, was ist dort? Von dort kommen wir. Und... Nein. Der hat mich jetzt fast entdeckt. Der war jetzt sehr knapp dran. Ja. Und möglichst weit hier rüber, weil da ist die Distanz am kürzesten. So, leg dich schlafen. Okay. Gut, da vorne sind noch zwei, aber ich schaue mich erstmal dort drüben um. Dort bei den Weinern. Ja. Hier ist aber so eine Falle. Ich könnte sie auslösen. Könnte mich aber vielleicht auch drüber teleportieren, nicht so. Ja, bitte. Ah, ich hoffe. Okay, es hat nicht bumm gemacht oder so. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich hasse Wein als Gegner. Die drehen sich nämlich immer so viel um. Penner. Aber hier ist eine Rune und hier ist noch ein Buch für euch zu lesen über die verderbten Knochenartefakte. Wer das gerne lesen möchte, ich halte euch nicht auf. Gut, neue Notiz zu dem Tagebuch, okay. Da ist noch etwas. Oh, Sokolovs Elixier, okay. Das ist seltsam, weil das Sokolov-Elixier heilt eigentlich die Weiner-Krankheit. Mhm. Und trotzdem sind die wahr. Wahrscheinlich sind sie gerade nicht mehr dazu gekommen, es einzunehmen. Oh, versunkene Kiste, genau. Wir konnten ja hier tauchen. Aber da gehe ich mal den möglichst langen Weg über Land. Damit nicht diese komischen Schlachterfische mich denunzieren. Hä? Nein. Gut. Da ist ein Knochenartefakt, da hinten ist die Kiste. Oh, schnell. Was, warum? Oh, die Kiste geht so rum. Au. Diese Penner. Der Arschgesichter. Hilfe! Ihr Penner. Oh Gott. Ich hasse die. Ich habe jetzt nicht alles mitgenommen, aber... Wobei, Gesundheitselixiere können wir kaum brauchen. Shit, Betäubungsbolzen. Ich sehe Betäubungsbolzen. Gib her. Danke. So, nein. Ja, fuck it.
Jetzt habe ich Zeit verlangt. Das heißt, ich habe quasi das Mana-Elixier, was ich jetzt gleich ausgeben muss, gerade mir einfach geholt. Was ein bisschen Arsch ist, aber egal. Immerhin habe ich alles bekommen, außer der Pistole, die ich eh nicht brauche. Die Kisten hast du noch nicht. Doch, die Kiste habe ich. Das war die versteckte Kiste. Ach so? Das war die Kiste, ja, ja. Deswegen ist der Marker jetzt verschwunden. So. Warum gehst du oben, ey? Ja, weil ich hier, glaube ich, den besten Ausblick habe auf Dummheit. Auf Dummheit? Ja. Ja, ja. Ja, ja auch, genau. Okay. Was, okay. Da sind einige und der eine... Haben die mich jetzt schon in... Ich speichere erstmal nicht, falls die mich jetzt entdeckt haben. Alter, du Penner! Ich verstehe nicht, warum du oben gegangen bist. Wo hätte ich denn hingehen sollen? Ja, vom, auf der anderen Seite, direkt auf Skifahre. Okay. Ah, den einen könnte ich vielleicht sogar ausschalten. Nein, das glaube ich nicht. Doch den da. Wenn der jetzt da so halb hinter geht. Dann hätte ich schon lange nehmen müssen. Das taucht er wieder auf. Und gleich auf die andere Seite. Die waren nicht von der Seite bei mir. Ich gehe trotzdem hier lang, weil hier ist mein Ablegepunkt. Ja, ja, aber von denen war ich ja gleich direkt drauf. Ach, du meinst so, okay. Ja, sicher. Ja, daran habe ich gerade nicht so wirklich gedacht. Ah, der Typ da oben macht mir die größten Probleme, glaube ich. Ich gehe erstmal ganz nach oben da. Das ist ja am Ofen. Oh, fuck. Lizzies Boot hatte ich größer in Erinnerung. Ja, vielleicht. Okay. Oh, shit, da sind einige. Ja, nee, ich glaube, der Höhenunterschied ist nicht groß genug, dass die da nicht hochschauen. Das glaube ich auch. Müsste aber schneller sein. Oh bitte, oh bitte, oh bitte. Ne, das schmeiß so. Shit. Okay. Nein, okay. Nein. Holy shit. Und rechts oder links hinter die Tingling. Ja. Ja. Genau. Aber nicht ins Wasser. Ja, nein, so. Gut. Jetzt die hier auch. Das sehe ich lassen. Das brauchst du gar nicht. Ah, sicherheitshalber. Okay. Sekunde, ich sehe gerade keinen. Ja, dann schauen wir um. Ja. Da hinten, okay. Okay, der ist unter Deck. Das macht mir gerade nichts. Ah, komm her. Dann sollte ich gleich da aufhören. Das stimmt, hier hoch ins... Kapitänsbrücke. Ja. Brücke. Ja. So, du hast Backstage-Pässe für die Fahrt zum Brickmore-Anwesen gebucht, glaube ich. Ich habe gerade was gesehen, ja. Ein Buch, die Marine und die Flotte. Okay. Aufpassen, der wird da irgendwie. Da wird gleich irgendwie. Ja, genau. Der unter Deck ist der letzte dann. Hopp, 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 hopp. Ja. Das müsste der letzte hier oben sein. Ich lege ihn trotzdem mal so ein bisschen versteckt hin. Sehr gut. Und jetzt hier nach unten. Okay. Moment, ist der... Was machen die da in Oh, fuck! Können die denn nicht auf ihre Gefangenen aufpassen? Das Blöde ist, man sieht so relativ schwer, ob der hinter einer Wand ist. Wie konnte das passieren? Lizzie kommt hierher. Ich weiß es. Ich kann mich auch gleich selbst umbringen. Nicht herkommen. Ach, der schaut in die andere Richtung. Hat mal. Ja, genau. War das Edgar Wakefield, oder? Nein. Zeit für Lizzie Signal. Doch! Das war Edgar Wakefield, okay? Cool.
Edgar Wakefields Tagebucheintrag. Jetzt ist alles aus. Gerade hatte ich langsam alles unter Kontrolle. Da bricht Lizzie aus Cold Ridge aus. Wee, die Toten alle akzeptieren mich endlich und ich denke, dass die verhassten Hutmacher bald erledigt können. Mr. Head hat mich durch den Raub der Zündspule ganz schön bloßgestellt und als Rache werde ich seinen feinen Zylinder pinkeln. Aber jetzt, wo Lizzie wieder frei ist, ich habe die Mannschaft in höchste Alarmbereitschaft versetzt und den Befehl gegeben, jeden zu töten, der uns nicht gehört. Der nicht zu uns gehört. Trotzdem habe ich langsam das Gefühl, dass mir die Sache über den Kopf wächst. Na, nicht nur über den Kopf. Ja. Edgar ist Arnold Schwarzenegger in dieser Welt. Was? Ja, Moment. Ja, ich muss dir irgendwie... Gib Lizzie ein Signal von einem Schiffshorn, okay? Mach mal doch. Hier sind jetzt keine neuen, hoffe ich. Warum keine neuen zu sein? Genau. Okay. Wo ist das Horn? Wahrscheinlich ist es das hier, oder? Nein, Fahrhebel. Ja, nein, es muss schon auf der Brücke sein. Ja. Toll, oh, hier, das... Ja. Lizzie Stride hat wieder die Kontrolle über die toten Aale. Sie hat sie angewiesen, sie passieren zu lassen. Das war, glaube ich, gerade sehr laut. Sorry. Euer Freund Edgar Wakefield hat mich an die Stadtwache verraten. Und ihr seid ihm gefolgt. Oh. Seinen Befehlen. Aber wisst ihr was? Ich verzeihe euch allen. Ich liebe euch. Aber... Folgende Aale schulden mir einen Finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Barris, Pigface, die Bakers und Annabelle. Verdammt. Du zwei, Annabelle. Habt eine gute Nacht. Okay. Und jetzt? Edgar, dieser Dreckskerl, wie kann man nur so unfähig sein? Die Hutmacher haben die Andien demoliert. Das Boot sieht doch gut aus. Sie haben die Zündspule. Wir sind manövrierunfähig. Was ist? Können wir eine neue beschaffen? Die werden nicht mehr hergestellt, nicht für Motoren wie den der Andien. Wir müssen sie zurückholen. Der Alte ist immer noch Anführer der Hutmacher? Ich werde ihn besuchen. Das ist nicht so leicht. Es gibt einen Haken. Wie immer. Was ist es diesmal? Der Alte ist jetzt fast 100 Jahre alt. Er ist verkabelt und wenn er stirbt, wird der ganze Komplex mit Gas geflutet. Die gehen kein Risiko ein, haben extra einen Pfleger angeheuert. Vielleicht lässt er wegen der Spule mit sich handeln. Lassen Sie ihren Charme spielen. Einer der Hutmacher hat mir ihr Passwort gegeben, damit er seine Finger behalten durfte. Es lautet Walknochen. Hab's nie benutzt wegen des Gases. Und weil ich im Knast war... Halten Sie sich bereit, wenn ich zurück bin. Ja, die Andien gehört wieder Lizzie und wir müssen jetzt doch gezwungenermaßen in die Nähfabrik. Also war vielleicht ganz gut, dass ich da erstmal nicht hingegangen bin. Am Ende wäre ich vergast worden. Ich hätte jetzt einen schlechten Witz gemacht, dass Daud kein Jude ist, aber den habe ich gelassen. Aber dafür ist das jetzt gleich wiederholt. Ja, auch wieder. So, jetzt sind ja alle mir gut gesonnen, oder? Ich hoffe es. Du bist jetzt cool, oder? Ja, sehr gut. Dass er seltsame Sachen kann, heißt noch lange nicht, dass uns ein unsichtbarer Mann beobachtet. Ich werde ihn mal fragen. Du willst mich was fragen? Bist du irre? Wag das nicht. Du willst mich was fragen? Zwing mich nicht dazu, dir das wegzunehmen. Was denn? A, was und B, wie? Ja. Okay, ihr seid auch wieder cool. Jetzt sind die einfach alle wieder okay. Und sie sind alle erwacht. Gleichzeitig. Okay. Straßeneingang. Gut, dann gehen wir auf die Hauptstraße von Draper's Ward. Yes. Und beim nächsten Mal gehen wir dann, denke ich mal, in die Nähfabrik. Bis zum nächsten Mal. Bye. Dishonored. Sag ich ja. Tschüss. Servus.